Hallo, mein Lieben, ich habe eine Anregung bekommen und zwar zu einem Themenvideo, das sich an das Semester 4 der Qualifikationsphase richtet, was häufig aber in den Semestern vorher auch schon thematisiert wird. Und zwar geht es um politische Mythen und ich versuche hier eine ganz kurze Übersicht zu erschaffen und damit nehme den beliebten Arminius-Hermann-Mythos, um es kurz zu erläutern. Wie gesagt, Geschichte, Qualifikationsphase, viertes Semester. So, schauen wir uns erstmal an, was ist eigentlich die Funktion politischer Mythen? Bitte hier trennen zwischen politischen Mythen und dem Begriff Mythos, den man dann in der Klasse 5, 6, 7 in Deutsch macht. Politische Mythen sind immer sinnstiftende Erzählungen für eine Gesellschaft. Und zwar werden in diesen politischen Mythen Ideen, Werte, Ziele, Verhaltensweisen, sozusagen Ansprüche an die eigenen Leute erzählerisch festgehalten und sie rechtfertigen das politische Handeln der politischen Kaste oder der Leute, die sich politisch aktiviert sozusagen irgendwie benehmen gegenüber anderen Staaten oder auch innerhalb des Staates selbst. Sie wirken damit auf die Identität der sozialen Gruppe, indem sie diese eigene Identität immer ausschärfen, aber auch indem sie sich gegenüber anderen Gruppen ausgrenzend verhalten und dann polarisierend wirken. Wir werden das gleich nochmal sehen an dem Arminius-Hermann. So, die politischen Mythen bauen zum Teil aufeinander auf und ergänzen sich, sodass sie sozusagen ein Mythengeflecht erzeugen können. Das ist möglich, nicht immer, aber das gibt es halt. Und auch das werden wir nochmal angucken. Die Inhalte politischer Mythen sind ja in Form dieses Mythos werden also Siege, Niederlagen, Verluste, Opfererzählungen thematisiert, aber auch das Verhalten bestimmter historischer Persönlichkeiten umgedeutet genutzt. Dabei ist es eben immer eine sinnstiftende Erzählung, das dürfen wir nie vergessen. Die komplexen Vorgänge, die historisch sozusagen passiert sind, werden in einer einfachen Weise dargestellt. Und die tatsächlichen Gegebenheiten werden der eigenen gewünschten Wirkrichtung unterworfen und verändert und angepasst. Es gibt dann Auslassungen, es wird was hinzugefügt, völlig umgedeutet und ganz häufig natürlich, weil man sich ja ausschärfen will gegenüber anderen Leuten, positiviert. So, wie sollen wir damit jetzt umgehen? Also differenziert, ne? Wir sind ja keine Menschen, die alles glauben. Denn politischen Mythen einfach so zu glauben, das verbietet sich quasi von selbst, auf Grundlage dessen, was ich gerade gesagt habe. Ja, also wer das tut, der hat irgendwas nicht verstanden. So, das Stichwort ist hier die Dekonstruktion. Wir müssen also als differenziert denkende und unsere Position innerhalb der Gesellschaft findende Bürger und Bürgerinnen solche Sachen, die uns da entgegengeworfen werden, dekonstruieren. Sie müssen einmal, das ist der erste Satz, also das erste Ding, was man machen kann, auf ihre historische Korrektheit hin überhaupt überprüft werden. Stimmt das eigentlich, was da erzählt wird? Notfalls nur zeitlich. Und natürlich müssen wir immer im Hinterkopf haben, wer erzählt diesen politischen Mythos? Was will der eigentlich von mir? Also wer soll ich seiner Meinung nach sein, dass ich seinem Mythos einfach so glaube? Was will er erreichen? So, gucken wir uns mal ein konkretes Beispiel an. Das werdet ihr immer wieder in der Literatur finden. Arminius Hermann. Ne? Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, worum es geht, ich werde erstmal kurz, wirklich in absoluter Kurzfassung, Hintergrund erzählen, dann den Mythos darstellen und dann das Ding dekonstruieren. Bitte bei diesem Video ganz besonders nutzt die Videobeschreibung. Da werde ich alle möglichen sehr interessanten Links reinfügen, wo ihr dann selber nochmal nachforschen könnt. So, die Kurzfassung ist, Arminius ist eine römische Geisel, das hat man damals so gemacht. Wenn man einen Stamm unterworfen hatte, mussten die quasi adlige Kinder als Geiseln stellen. Die wurden mit nach Rom genommen, damit man wusste, mucken die auf, kriegen die Kinder Ärger. Wurden dann gleichzeitig aber von den Römern ehrenvoll erzogen, damit man sie in die eigenen, also in diese Stämme zurückschicken konnte, wo sie dann römische Lebensart quasi verbreiteten. Also so eine Art langfristig gedachte Anbindung. So. Der wurde also zum einem Ritter erzogen, das ist so eine, ja, so eine niedere Stufe eigentlich, aber höher im militärischen Rang, und kehrte mit diesen Kenntnissen jetzt dieser römischen Kriegstaktik zu dem Stamm zurück. Und da machte er dann im Jahr 9 nach Christus die berühmte Schlacht im Teutoburger Wald. Drei römische Legionen unter Publius Quinctilius Varus wurden im Teutoburger Wald vernichtet. Und zwar mit dem Mittel einer Guerillataktik, auch wenn es diesen Begriff erst später im Napoleonisch-Spanischen Krieg gibt. Die sind also alle praktisch draufgegangen, war eine unfassbar schwere Niederlage für Rom. Und das Ziel von dem Arminius war aber nicht, also war praktisch, er hatte innere Gegner, er konnte seine Position in der Form des Stammessohnes sozusagen nur festigen, indem er sich militärisch bewiesen hat.
Das ist wirklich die Mega-Kurzfassung. Und daher musste er irgendwas vorweisen, weil er natürlich eigentlich so, oh, du siehst ja aus wie ein Römer, so nach dem Motto, ne? Und keiner wollte ihn. So, das ging so. Das ist der Kurzfassungshintergrund. Das 19. Jahrhundert macht daraus jetzt was anderes. Bitte, ich weise nochmal darauf hin, benutzt die Links. Das ist wirklich ein interessantes Thema. So, jetzt wird nämlich Arminius zum politischen Mythos. Wiederum Kurzfassung. Internationalisierung im 19. Jahrhundert, also die Deutschen wollen einen eigenen Staat, ne? Brauchen wir gar nicht wiederholen, Hamburger Fest und 48er Revolution, bla blub und dieser ganze Kram, ne? Wurde jetzt Arminius plötzlich zu Hermann dem Cherusker. So, und sein immer stämmisch motivierter Kampf gegen Rom wurde völlig umgedeutet. Und zwar war das jetzt plötzlich ein Kampf eines freien Deutschen zur Vereinigung gegenüber fremdländischer Drangsalierung, ja? Und dabei wurde Rom plötzlich geistig parallel gesetzt zu den Franzosen, also zu Frankreich. Das war dieser Ende des 19. Jahrhunderts entstehende oder vorhanden seiende, ja, Antagonismus Deutschland-Frankreich. Das gab es in Frankreich auch, in Deutschland auch. Und jetzt wurde plötzlich Hermann der Cherusker zum Gründungsmythos einer irgendwie gearteten deutschen nationalen Bewegung, bla bla. So, ihr merkt jetzt schon, na, da knirscht doch was. So, gucken wir uns mal an. Und zwar das Hermannsdenkmal, weil das ist so ein super Bildbeispiel dafür, wie ein politischer Mythos funktioniert. So, da ist das Bild, ihr seht das. Das hat einen Unterbau, der ist praktisch hier unten. Das ist so eine Art tempelartiges Konstrukt. Da sind Inschriften drin, die da so umlaufen, und Kanonen vom Deutsch-Französischen Krieg sind damit eingebastelt worden. Und obendrauf steht praktisch dieser Hermann mit einem Flügelhelm. Auch sehr witzig, weil es sowas nie gegeben hat. Ist militärisch auch völlig idiotisch, einen Flügel an Helme zu bauen, aber ist ein anderes Thema. Sein Schwert reckend, ja, männlich dort stehend und natürlich nach Frankreich blickend. So. Hier seht ihr den Bildnachweis. Thomas Wolf hat das Foto gemacht und der medialen Gesellschaft im Internet zur Verfügung gestellt. Nachweise auch hier, findet ihr hier einmal angegeben, aber unten auch verlinkt. Und jetzt ganz kurz mal, das Hermannsdenkmal steht da bei der Stadt Detmold, zwischen 1838 und 1875 gebaut und 1875 eingeweiht. Aha, ihr merkt schon, okay, Deutsch-Französischer Krieg 1871, da hängt das also mit zusammen. Das soll an diesen Cheruskerfürsten erinnern und an die Schlacht im Teutoburger Wald. Wir haben eben auch darüber schon gesprochen. Die Figur ist fast 27 Meter hoch und das ganze Ding 53, 54 Meter hoch. Und das war bis zur Erbauung der Freiheitsstatue die höchste Statue der ganzen westlichen Welt. Also praktisch der Bau dieser Statue, 1875 Einweihung, wie gesagt, war ein Zeichen an alle anderen: guckt mal, was wir geschaffen haben, guckt mal, wer wir sind. Ja? So, Quelle ist hier Wikipedia, Link in der Videobeschreibung, Aufruf seht ihr da auch, ne, die Quellenangabe. So, diese Statue hat jetzt, ne, in Darstellung, Unterbau mit den Inschriften de facto nichts mit dem historischen Arminius von 9 nach Christus gemeinsam. Ja, es ist wirklich spannend, sich das mal anzugucken. Versuchen wir es mal zu dekonstruieren. Ihr habt jetzt schon im Kopf, wenn ihr mitgedacht habt und mit aufgepasst habt, wisst ihr schon, ah, ich weiß jetzt, wo er hin will. Ja, auch ohne dass ihr ausführlich recherchiert und die Links benutzt, der mythologische Hermann des 19. Jahrhunderts hat eben nichts damit zu tun. Erstmal der eingedeutschte Name, das ist eindeutig, der heißt Arminius oder wahrscheinlich noch ganz anders und nicht Hermann. Arminius war überhaupt kein Deutscher, sondern Cherusker. Deutsche gab es nämlich 9 nach Christus überhaupt nicht. Frühestens im 10. Jahrhundert können wir davon ja reden, dass es sowas wie eine Art deutsche Identität quasi gibt. Und selbst da haben wir eine Stammeskultur. Sachsen, Bajuwaren und so weiter. Ja? Das ist völliger Kappes mit die Deutschen. Er einigte überhaupt gar nichts. Schon gar nicht das deutsche Volk, denn das gab es damals, wie gesagt, gar nicht. Und er führte auch überhaupt keinen umfassenden Freiheitskampf, um irgendwelche geartete Fremdherrschaft abzuschütteln oder so. Ja? Das ist einfach nicht der Fall. Und die römische Herrschaftsausübung kann man überhaupt nicht parallelisieren inhaltlich zu Frankreich der damaligen Zeit, sondern es ist rein ja, ein Umdefinieren. Ne? So, da gibt es noch zig andere Sachen, schaut mal nach, hochinteressant. So, ich wiederhole mich. So, also, der politische Mythos, den wir haben, hier am Beispiel von Hermann und Arminius, sagt nichts über die historische Figur in dem Sinne eigentlich aus, kann also nicht als Quelle benutzt werden, sondern über die Zeit der Entstehung und Nutzung des Mythos. Man kann also nur absehen, was man in der damaligen Zeit
praktisch, was da gewünscht wurde. Also was erwarten die Leute, die den Arminius-Mythos sozusagen nutzen im 19. Jahrhundert von den Deutschen des 19. Jahrhunderts und nicht, was wissen sie oder was meinen sie über die Cherusker des ersten nachchristlichen Jahrhunderts. So, und das wäre dann die Dekonstruktion und das kriegt man relativ einfach hin. So, habt ihr Fragen oder Anregungen? Wie immer, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich freue mich über Rückmeldungen und sowas und auch eben, wie gesagt, Fragen. Da ist ja auch dieses Video her entstanden. Ansonsten abonniert meinen Kanal, gebt mir ein Like, da freue ich mich sehr. Oder nutzt auch, darüber freue ich mich, meine anderen Videos oder auch die Playlists, die ich für euch für verschiedene Themen zusammenstelle und die dann euch praktisch helfen sollen bei der Abi-Vorbereitung oder bei sonst, wenn ihr euch dafür einfach interessiert. Okay, bis zum nächsten Mal.